Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Ersteindruck. Ich spiele Humanity. Das spiele ich, das bin ich hier. Customize Face. Upperware. Oh Gott, ja komm, hier nehmen wir den Punisher. Das ist okay. Footwear, hier, das sieht doch cool aus. Skin ist okay. Facial Hair. Er hier, Hairstyle. Yes. Ja komm, machen wir mal hier den Renegade. Kennt einer noch den Renegade von früher? So, New Game, Start Game. Would you like to play the tutorial? Auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie es geht. Okay, da bin ich. Da ist der Renegade. Cool, die Facecam steht gut. Ihr seht alles. Wir sind unbewaffnet. Wir müssen Essen, Trinken, haben Energie und auch Gesundheit. Okay, damit können wir laufen. WASD, wie gehabt. Mit der Maus schaue ich mich um. Rotate the camera. Okay, und dann dreht er sich mit. Okay. Cool. Ja. Ja, das ist okay. Ja, das ist eine Gewöhnungssache im Spiel. Das kann ich jetzt nicht lang genug trainieren, um es dann zu checken. Ich muss halt auch wissen, wann ich das drehen muss und so, für was ich das brauche. Okay, er kann sprinten. Wir haben... Ach, das ist Ausdauer, nicht Energie. Okay. Mhm. Der Blitz unten. Head back and climb over the fence. So macht das mit der Kamera nämlich Sinn. Hier drüben. Ah ja, okay. Mhm. Soweit, so gut. Inventory, Renegade, Holdables. Das sind Sachen, die ich dann am Körper habe. Es gibt einen Platz für einen Rucksack und für eine Weste, Helm und Gasmaske. Und das sind Handschuhe. Und hier haben wir aktuell, da wir keinen Rucksack haben, nur unsere Taschen. Und da habe ich einen Apfel drin. Es gibt ein Crafting-Menü. Da brauche ich dann einen Baseballschläger und Nägel, um mir das herstellen zu können. Alles klar. Wir haben Skills. Survivor Level 0, 0 Skill Points. Ich habe einen, so wie es aussieht. Weniger Stamina. Unlock. Easy. Oh Gott. Wie machen wir das? Mit F? Water Bottle. Das hier. Gib mal her. Consume. Ah. Oh, wir können sogar ein bisschen zoomen mit dem Ausrad. Ein bisschen vor allem. Ja, lass ruhig fallen. Ist okay. Ja, das haben wir. 35 Kilo können wir tragen. Eins, zwei, drei. Jetzt tragen wir zu viel mit uns rum. Es sind 44, wir können 35 tragen. Und jetzt schauen wir mal Stamina. Mhm, okay. Das heißt, die droppen wir jetzt zumindest zwei davon. Vielleicht brauchen wir noch eine. Open Luggage. Eine schicke Mütze. Achso, warte mal, kann ich die nicht? Equip, doch. Dumpster. Barbwire.
Alle? Okay. Kann ich denn das Auto durchsuchen? Sieht nicht danach aus. Ach doch, hier. Ups. Kann ich denn... Renegade-Style. Ah, okay. Rechte Maustaste ist der Kampfmodus quasi. Komm mal her. Aua. Brauch ein bisschen Ausdauer. Okay, der ist down. Kann ich den looten? Ich kann den nicht looten. Okay. Medkit. Ein Energiegetränk. Sind wir denn verwundet? Kann ich das sehen? Ah ja, hier unten sehen wir es. 41 Gesundheit. Das heißt, wir ziehen uns das hier rein. Okay, der versorgt sich von selbst quasi. Schau mal, jetzt sind wir wieder bei 100. Zombie-Leiche verschwindet. Ich hätte natürlich jetzt lieber eine Waffe irgendwie. Der bewegt sich. Ja, dann hau ich ab, würde ich sagen. Da! Large weapons do not fit in your pockets or backpack. Komm mal her hier. Oh, 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 ja, das ist schon besser. Hm, das gefällt mir. Sehr schöne Physics Engine. Kostet 50 Stamina, um einen zu exekutieren. Hab ich jetzt nicht gecheckt, wie. Ach, hier! Nee. Okay. So, wir sehen unten rechts über Baseballbat, da haben wir auch den Zustand der Waffe. Hier ist schon mal Munition und Waffenteile. Stealth Mode. Ah. Nicht schlecht. Ja. Wir das nicht? Ist doch nicht da. Was haben wir denn hier? Adventure Backpack. Hä? Drop das mal. Jetzt haben wir das Adventure Backpack. Und jetzt holen wir das Zeug hier raus. So. Hier gibt's Waffen. Pistol, Munition und Munition. Und hier drüben haben wir ein Jagdgewehr. Die sind jetzt schon automatisch in dem Slot da unten. Oh, schön. Gehen wir mal aufs Jagdgewehr. Ah, mit der rechten Maustaste kann ich hier mit dem Gewehr nochmal weiter rauszielen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Hier war eine Reh, so wie es aussieht. Das heißt, die Jagd gehört ebenfalls dazu. Ja, ich habe ja hier durchaus probiert, mit Project Zomboid warm zu werden. Das war für mein kleines Gehirn ein bisschen zu komplex. Weshalb ich jetzt die Hoffnung hatte, dass dieses Spiel hier tatsächlich ein
bisschen so eine Light-Version davon ist. Bisher fühlt es sich auch so an. Aber hoffentlich hat es trotzdem den Survival-Aspekt und so. Ich meine, da kann man Project Zomboid wirklich absolut gar keine Vorwürfe machen. Das ist ja sehr auf Survival ausgelegt, aber für mich einfach zu komplex, zu viel mit Lesen und das Lernen und Schleichen und so. Das war mir ein bisschen zu viel. Okay, wir haben auch Fahrzeuge. Ein Repair-Kit. Repariert ein Auto. Benzin. Okay. Da haben wir die Autobatterie wieder. Okay. Gib mal her. Wie machen wir das? Kann ich das einfach swap? Ein Keilriemen und dann... Und Benzin geht aber wie? Repair, okay. Ich würde gern tanken. Das ist gut. Watch out for zombies, okay. Let's go! Entschuldigung, war keine Absicht. Was haben wir denn? Haben wir noch Benzin? Sieht ganz gut aus. Ach, das ist jetzt einfach nur so ein kleiner Rundkurs. So, ich steig mal aus. Können wir hier denn trotzdem... Okay, darin können wir was lagern. Nicht sonderlich viel, ehrlich gesagt. Für ein Auto, wenn ich denke, das ist der Rucksack hier. Das ist das Auto. Aber nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir hauen mal die Autobatterie rein. Und das ebenfalls. Ich schätze mal, das war's mit dem Tutorial. Obwohl, nee, war es noch nicht. Wir steigen aus. Oh, da ist es auch schon gleich kaputt. Nicht komplett, aber angeknackst. Hier geht es nämlich doch noch weiter. Chop down a tree, okay. Zeig mal her hier. Once you've picked up a log, simply... Ja. Handful. Immer noch. Kann ich denn... Dann drop das mal. Jetzt haben wir es. Warte mal, drop mal... Okay, das ist... Das droppe ich so. Hier kann ich den Rain Collector bauen. Mit B haben wir ein Baumenü. Okay, wir haben Campfire. Weapon Crate, Generator, improvisierte Mine, eine Falle. Hier ist der Rain Collector. Vier Holz, ein... Und ein... Und dann so. Okay, cool, cool, cool. Und hier kann ich die Höhe verstellen. Rotate. Und mit gedrückter Steuerungstaste so. Building placed. Wieso ist das so komisch? Ah, jetzt haben wir es. Check Rain Collector. Na, wir gehen erstmal aus dem Baumenü raus.
Und hier wird sich dann Wasser befinden. Alles klar. So weit, so gut. So, hier haben wir einen Hammer. Also den sollen wir hier bauen. Use Crafting Bench. Allerhand Waffen. Wir haben einen Bogen. Wir haben Feuerpfeile. Dietriche. Okay, improvisierte Axt. Hier haben wir den Hammer. Ah, das ist jetzt schon gebaut. Das war's schon. Okay. Easy. Okay. Ja, das Spiel ist sehr still. Also ich kann ja mal die Musik anmachen. Ich dachte, hier passiert vielleicht irgendwas von wegen Umgebungsgeräusche oder so. Auch die Musik ist aus. Grafisch ist übrigens alles auf absolutem Maximum. Handful, okay, also das ist alles eine Gewöhnungssache. Das geht schon klar irgendwie. Dafür gibt's Holz. Nochmal Holz. Nochmal Holz. Und ja, richtig. Nochmal Holz. Jede Menge. Sehr schön. So, mit einem Vorschlaghammer. Sehr cool. Okay. Ja, erhol dich mal, mein Freund. Das hätten wir. Okay. Hier können wir Fensteröffnungen verbarrikadieren. Da gibt es auch einen richtigen Hammer diesmal. A Building Mode. Was ist hier? Security? Security. Base Gate. Window. Ach, dafür muss ich jetzt den Hammer in die Hand nehmen. Logisch eigentlich. Das ist allerdings der falsche. Gib mir mal. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Warte mal kurz. Wir gehen ins Inventar. Das ist der Hammer. So haben wir es jetzt. Gehen auf die 4. Wir drehen den Typen. Wir sagen B. Security. Das wollen wir haben. Danke. Soweit so verständlich. Das ist natürlich alles dann irgendwie Learning by Doing, umso mehr. Lockpick, sehr gut. Gib mal her. Search. Skill not unlocked. Wir haben einen Skill Point hier. Unlock. Jetzt können wir es plötzlich. Oh Gott. Da ist es. So, warte mal, dann droppen wir den einmal. Den nehmen wir. Die Pistole hauen wir raus. UMP 45. Wieso kann ich die nicht nehmen? Equip. Das geht nur da, oder was? Okay, das ist noch ein bisschen merkwürdig gemacht. Warte mal kurz. Drop das mal. Genau, drop beides mal. Okay, ja, dann nehmen wir die mit. Das ist auch nicht so schlimm. Weapon durability can be repaired when you use duct tape. Okay. Okay, und das ist ein Gun Repair Kit. Alles klar. Soweit so verständlich. Macht Sinn alles. Hier können wir noch angeln.
Da ich ja so ein großer Angelfreund in Spielen bin, würde ich fast vorschlagen, oh, warte mal, wir tragen viel zu viel Zeug mit uns rum. Komm, drop das mal. Ich denke, das ist jetzt eh gleich fertig. Hier, da war ja schon Exit. Aber für den Anfang war es nicht verkehrt. Wir ziehen uns. Warte mal, die Gasmaske ist im Quickslot? Okay, ich dachte, die wäre hier, aber. Dann machen wir es so. Denn er kann nämlich nicht sprinten, wenn zu viel dabei ist. Genau, hier gibt es ein bisschen was zu essen. Hier haben wir noch eine Angel. Wir schauen mal rein. Ausrüsten. Drop das mal. So, jetzt haben wir es. Nee, warte mal. So ist richtig. Was muss ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Keine Ahnung. Ich habe was gefangen, scheinbar. What? You need bait. Das macht absolut Sinn. Hier haben wir den Fisch. Okay, ist jetzt nicht weiter wichtig. Also angeln, alles klar, wissen wir Bescheid. Ja, an die Kamera muss man sich so ein bisschen gewöhnen. Das kommt mit der Zeit, weil man zum einen den Charakter bewegt und zum anderen die Kamera. Geht's jetzt direkt los? Sehr gut, Reinigungstabletten. Pistolen können wir mitnehmen, nur große Waffen nicht. Also nicht im Rucksack. Pork and Beans. Noch eine Plane, sehr gut. Kann ich hier nicht reinschauen? Oh, komm her. Oh! Stimmt. Keine Munition. So sollte man das am Anfang vielleicht lieber nicht spielen. Die ganze Mission, Munition verballern. Aber hey, was soll's? Wollen wir mal hier rein? Warte mal, kann ich mit dem Hammer auch zuschlagen? Ja, okay. Okay, weiter rauszoomen kann ich in einem Gebäude nicht. Einem nicht sonderlich viel Sicht gibt. Hier ist nichts weiter.
Was haben wir denn eigentlich dabei? Wir müssen eh essen und trinken. Crisps, okay. Ein Seil, Feuerwerk. Cereal. Ist das mal? Schon mal unten. Ja, das hat gut aufgefüllt. Energy Drink Quality 37, Quality 100. Okay, das hat auch aufgefüllt. Sehr gut. Die es einfach fallen lässt. Search Storebox. Karottensamen. Wir haben einen Screwdriver. Ein Trichter, okay. Das nehmen wir mal mit. Pipe Wrench. Quality 55. Was ist das? Das ist wieder so ein Dietrich-Zeugs? Nee. Also es fühlt sich schon sehr nach Project Zomboid an. Ah. Okay. Das ist der Standard. Laufen, springen und so weiter, das hatten wir gerade. Unsere Werte sind ebenfalls angezeigt. Hier haben wir noch Temperaturen. Dadurch bekommt man mehr Durst und so weiter. Ja, macht Sinn. Inventar. Das ist noch nicht ganz klar, was man in der Hand hält, wie man das droppt und so. Okay, Loot Screen ist anders, als wenn ich es in der Hand habe. Craften wird nochmal ein Ding für sich. Looting, okay. Ah, sehr schön. Permadeath auf keinen Fall. Clear Infection, das hätte ich schon ganz gern, weil wenn ich sterbe, dann sollte das schon Sinn machen. Es gibt Airdrops. Loot soll respawn für den Moment, ja. Die Waffen sollen mal nicht kaputt gehen. Airdrop Loot Rarity. Machen wir mal normal. Respawn Time 60 Minuten. Zombie Difficulty. Machen wir mal easy für den Moment. Es gibt noch andere feindselige Menschen, natürlich. Starting Season Herbst. Mach mal Frühling. Tage pro Dings, ja, 40. Schauen wir mal. Ja, das Richtige, die große Hürde hier, habe ich jetzt so das Gefühl, ist die Kamera tatsächlich. Also das so schwenken und ihn schwenken und so, aber das wird mit Sicherheit. So, hier geht's los. Schauen wir mal. Lockpick, Box of Nails, ein bisschen was zu essen. Mehr Platz haben wir nicht. Warte mal kurz. Hier mein Lied, ein Brief. Okay. Okay. Okay, also Bob Hardy hat uns jetzt gewarnt. Den Brief können wir droppen. Dafür nehme ich lieber den Apfel mit. Dann schauen wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Matches. Ach ja, ich habe kein Inventory. Was ist das hier? Jetzt haben wir wieder Platz.
Jetzt haben wir es. Wir haben eine Axt, ein Hammer und eine Waffe. Das nehmen wir mal. Wir schauen uns den Werkzeugkasten an. Noch ein paar Nägel. Ja, das lassen wir mal eben drin. Das werde ich mit Sicherheit noch brauchen zum Bauen. Aber für den Moment ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger, dass ich sowas vielleicht habe. Und eine Armbrust beispielsweise. Und eine Maske. Autobatterie ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Genau, wir machen das mal eben so. Handschuhe gibt's noch. Hier an der Feuertonne können wir kochen und uns aufwärmen wahrscheinlich, aber für den Moment soll das erstmal reichen. Locked. Haben wir denn schon Skills? Haben wir. Dann machen wir gleich mal das hier. Es geht damit immer noch nicht. Ich habe hier einmal Dietriche. Doch, das brauche ich dann nur im Inventar. So war es gerade eben im Tutorial. Danke. Hier passiert nichts. Da gibt es einen Stein, da ist ein Hase. Zeig mal her, haben wir hier Munition? Leider nicht, okay. So, jetzt haben wir auch so ein bisschen Umgebungsgeräusche. Steine. Rohe Eier. Kann ich die einfach so essen? Schau mal kurz bei Crafting. Gibt es hier vielleicht einen besseren Rucksack? Das ist schon der, okay. Molotow, das ist alles okay. Hier haben wir Köder, Fasern. Alles vorhanden. Hier gibt es ein weiteres Auto. Hier haben wir leider auch keinen Platz mehr. Stacken sich Batterien, sehr gut. Wir haben Duct Tape. Was haben wir hier noch? Einen Rucksack? Hier haben wir einen Bogen. Eieiei. Ich muss jetzt Zeug droppen. Es geht leider nicht anders. Zeig mal her den Bogen. Okay. Kann ich hier irgendwie rein? Hier. Munition für den Moment nicht verkehrt. Auch wenn wir noch keine Waffe haben, aber wer weiß, wie selten hier Munition ist. Ah. Sehr gut. Wir haben kein Messer, aber Harvest Deer. Können wir uns irgendwas bauen hier? Stone Shiv hier, Scrap Metal. Okay, das wird schwierig. Open. Zeig mal her, noch ein bisschen was zu essen. Das stackt sich, okay. Beef Jerky. Ich würde sagen, wir hauen das mal raus. Komm, auch die Munition. Ich glaube, Essen ist jetzt gerade wichtiger. Ich habe keine Waffe. Okay, vorher muss ich den hier droppen.
dann kann ich den aufsetzen und das Zeug hier nehmen. So, und jetzt haben wir nämlich dreimal so viel Platz. Wir nehmen die Handsäge mit. Und schauen hier nochmal rein und dann können wir nämlich alles mitnehmen. So. Die Waschmaschine durchsuchen wir noch. Einen schicken Cowboyhut. Dagegen habe ich nichts. Genau, hier die Plane kann nicht schaden. Small Wrench. Duct Tape. Brecheisen. Drop das mal, dann nehme ich lieber das Brecheisen mit. Denn ich schätze mal, davon habe ich auch sowas, wenn ich damit irgendwas aufbrechen kann. Habe ich eine Karte? Es gibt eine Karte. Hier unten. Das hier kann a Radio Tower. Okay. Ja, das Ganze ist im Singleplayer spielbar, so wie ich es jetzt gerade mache, aber auch im Koop. Das heißt, man kann hier mit seinem Kumpel oder auch mehreren, nehme ich mal an, dann gemeinsame Sache machen. Einer holt Holz, der andere geht looten, der andere sorgt dafür, dass was zu essen da ist und so. Das ist natürlich immer cool, wenn man da so eine Gruppendynamik hat und jeder so seine Rolle hat, was dann natürlich auch für den jeweiligen Spieler immer interessanter ist, finde ich, wenn man eine richtige Aufgabe hat und nicht einfach nur so jeder macht irgendwie und lootet und keiner weiß, was der andere hat und so. Sondern irgendwie sowas. Und wenn ein anderer zum Beispiel vom Looten wieder da ist, kann ja der, der sich ums Essen kümmert, losziehen, Essen besorgen oder so. Irgendwie sowas. Das finde ich eigentlich immer ganz nett. Das macht hier auf jeden Fall einen sehr vernünftigen Eindruck, wie ich finde. Ich komme wesentlich besser rein als bei Project Zomboid. Und das ist ja nun mal das Spiel, mit dem man es am ehesten vergleichen kann. Es sieht gut aus. Ich finde, vom Sound her könnte es noch ein bisschen besser sein. Manche Sachen sind super laut. Das Auto war super leise zum Beispiel, aber ein Zombie überfahren war sehr laut. So Kleinigkeiten, aber das ist ja auch noch hier in Entwicklung. Also alles cool. Das Ganze kostet 20 Euro auf Steam. Muss mal ein bisschen Ausdauer holen. Und ich würde sagen, wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir irgendwie mal so ein Haus hätten, wo wir so eine kleine Base aufbauen können. Da vorne kommt eine kleine Siedlung. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Haus. Aber das soll mir auch reichen. Na, da kommen wir so nicht rauf. Hier haben wir was. Hier geht's rein. Oh, da haben wir ein Auto. Polizeiauto. Oh! Das ist immer schlecht. Die sind direkt hinter mir, oder? Na klar, die erste Siedlung, die ich finde, und gleich hier so feindliche Menschen. Komme, was wolle, es wird sofort geschossen. Es ist auch schon echt ein bisschen dunkel. Ich habe leider keine Uhrzeit. Ich hoffe, die kommen mir jetzt nicht die ganze Zeit hinterher, sondern haben jetzt so kurz ihren
ihren Trip gehabt und alles ist gut. Das ist nicht nutzbar. Genauso auf offener Fläche schaue ich mal, dass ich möglichst weit rauszoome. Hier könnte was sein. Was sagt die Map? Ja, hier haben wir so eine Ranch oder irgendwas. Könnte auch einfach nur ein Haus sein mit vielen kleinen Gebäuden. Genau, die Energie lässt allmählich nach. Die ist jetzt bei 25. Ich vermute, dass ich schlafen muss, damit sich das bessert. Vielleicht reicht auch sowas wie... Der ist down. Der ist down. Weiß nicht, ob ich meine Pfeile zurückbekomme. Ja, tatsächlich sehr gut. Sehr praktisch, der Bogen. Gut, dass ich den Bogen nachladen muss, finde ich ein bisschen merkwürdig, aber... Was soll's. Ah, hier hat tatsächlich einer was gedroppt. Sehr gut. Gib mir das mal noch. Hier haben wir noch einen Bogen. Die Ausdauer ist wirklich besorgniserregend jetzt gerade, weil ich ja auch... Obwohl das geht. Ich hoffe, dass hier nicht die Alarmanlage angeht. Oh. Ja, Reinigungstabletten kann nicht schaden. Wir ziehen uns mal den Apfel rein. Alles gut. Kompass. Weiß nicht, wie nützlich der gerade ist. Drop, use. Ah, okay, im Quickslot. Sehr gut. Da drücken wir auf die 5 und dann haben wir... Ja, gut. Ja, weiß ich nicht, ob der jetzt so super nützlich ist, ehrlich gesagt. Können wir ja mal anlassen. Jetzt für den Anfang vielleicht noch nicht so nützlich, aber später mit Sicherheit. Scrap Metal, das ist gut. Damit können wir nämlich so ein kleines Messer herstellen. Crafting, hier nämlich. Das machen wir. Dann haben wir hier das Messer. Und rüsten das aus. Nee, das geht nicht, okay, weil das Ding da ist, ne? Das mal runter. So, jetzt haben wir es. Warte mal, jetzt ist die Crowbar... Ah, ja, ja, okay, das ist ein bisschen... Warte mal. Unequip. Jetzt haben wir das Messer in der 4. Okay, jetzt haben wir es. Okay, daran muss ich mich ein bisschen gewöhnen, aber das geht schon. Hier geht's rein. Mach mal die Tür zu. Painkillers kann nicht schaden, Beef Jerky kann nicht schaden. Wie sieht's mit der Couch aus? Kann ich mich hier irgendwie ausruhen? Hier ist das sogar ein Bett. Sieht nicht so aus. Ich weiß nicht, wie das klappt hier mit dem... Es wäre natürlich cool, wenn man...
Ich vermute aber mal fast, ich muss ein Bett bauen, damit ich schlafen kann. Weapon Crate, Generator, Pitfall. Spawn Point, auch nicht schlecht. Zwei Scrap Metal. Ich vorschlagen. Missing Resources, was fehlt? Alles. Sticks, Stones und Wood. Aber ist nicht schlimm. Der Bauplan ist gelegt. Das heißt, wir können hier in der Umgebung ein bisschen auf die Suche gehen. Wir wählen mal die Axt. Warte mal, das können wir ja... Holdables. Das ist jetzt da. Okay, das ist mir noch nicht ganz klar hier. Drop, Swap. Equip. Wie kann ich das Ding hier rüberbringen? Ich kann es nur droppen. Das ist ein bisschen merkwürdig noch gemacht, aber... Die Crowbar kann ich jetzt auch nicht wählen, okay. Komm, mein Freund. Da haben wir Wood. Unequip, das geht jetzt in die 4. Das ist hier unten. Das ist also der Quickslot hier. Plus der 5er Quickslot. Ich kann das allerdings nicht austauschen. Hier steht zwar Swap auf der mittleren Maustaste, doch das geht nicht. Und jetzt ist es in meiner Hand. Wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt geht es da... Das ist noch ein bisschen... Ich glaube aber auch, die Wörter stimmen nicht so ganz. Das ist in meiner Hand. Wenn ich es unequippe, ist es im Quickslot. Wenn ich das Ding jetzt im Quickslot haben möchte... Gehe ich auf Equip und da auch auf Equip und Equip heißt vom Quickslot her in Rucksack. Vom Rucksack heißt Equip in die Hand, was ja Sinn macht. Von der Hand heißt Unequip in den Quickslot. Also es ist immer die linke Maustaste, aber scheinbar muss man von hier nach hier nach da. Aber gut. So, jetzt haben wir das erstmal. Schauen wir mal, ist das hier nicht ein Stein? Wir haben schon wieder zu viel Zeug dabei. Wir können allerdings was trinken. Ich vermute mal, der stackt die Steine. Sehr gut. Ist, die können wir direkt hier reinhauen. Ach, dafür müssen wir im Dings-Menü sein. Zwei Woods sind drin, es fehlen noch zwei Sticks und ein Stein. Kann ich die Dinger denn hier nicht zu Sticks machen eigentlich? Da haben wir noch einen Zombie und sogar noch ein Auto. Komm her.
Viel zu spät. Desert Eagle Revolver. Das nehmen wir mal mit. Bewegen wir das mal rüber. Nehme ich lieber noch eine Waffe mit. Oh, da haben wir sogar Munition. Sehr gut. Packen wir das mal wieder zurück. Es scheint hier niemanden gestört zu haben. Ich muss erstmal das Zeug ablegen. Damit ich ein bisschen Platz habe. Kann ich denn irgendwie Kisten bauen oder sowas? Hier gibt es auch noch eine obere Etage. Hier droppt mal ein bisschen was. Zum Beispiel das Ding können wir droppen. Batterien können wir droppen. Die Munition brauche ich. Das kann erstmal weg. Fuel Can ebenfalls. Und auch den Revolver. Okay, das könnte noch schwierig werden, hier dann das Passende wieder zu finden. Allerdings kann man es ja einfach so nacheinander aufheben. Okay. Mach mal auf. Autobatterie. So ein Dingsbums, ein Dingsbums. Noch mehr Reinigungstabletten. Und hier haben wir einen richtigen Jagdbogen. Jetzt schauen wir mal kurz. Das Ding, drop. Das Ding, equip. Okay, wir haben noch 11 Schuss. Sehr schön. Lockpick. Geht das jetzt? Blockt. Nix blockt. Ich bin jetzt da. Schau mal rein. Ein richtiges Küchenmesser. Das ist natürlich besser als das denn hier unten. Das können wir einmal droppen. Stattdessen nehmen wir das mit. Und hier haben wir Cashewkerne. Sehr gut. Dreckiges Wasser. Wir haben Reinigungstabletten gefunden. Die haben wir, glaube ich, doch hier. Wir nehmen das mal mit. Wie kann ich das machen? Ganz im Ernst, ich droppe es lieber, bevor ich hier krank werde oder irgendwas. Das finde ich schon noch heraus. Gibt es ein bisschen was? Ein Hoodie? Den ziehen wir uns an. Und dann lieber das Ding, oder? Das sieht ein bisschen besser aus. Ja, schade, dass ich hier nicht schlafen kann. Vielleicht muss man auch gar nicht schlafen. Das kann natürlich auch sein. Aber wäre natürlich cool gewesen. Okay, also für den Moment finde ich es wirklich cool. Das ist gut gemacht. Das ist sehr viel intuitiver. Wobei ich finde, das Inventar ist so ein bisschen das Problem, was keins ist. Das liegt häufig dann am Spieler, in dem Fall halt an mir. Aber es ist ein bisschen umständlich gemacht. Ich werde mich da nochmal reinlesen und schauen, ob ich da vielleicht Fehler mache, aber wir brauchen 2 Sticks. Aber dieses in der Hand und nicht, das ist so ein bisschen wie bei DayZ, da hatte ich auch meine Probleme mit. So, was habe ich in der Hand und was habe ich im Inventar und so. Ich glaube, man muss da einfach ein bisschen umdenken. Das könnte man wesentlich leichter machen, glaube ich, aber ich glaube, die wollen das bewusst so ein bisschen schwer haben. Aber ansonsten macht es echt einen guten Eindruck. Das macht Spaß. Ich habe den Eindruck, dass ich hier wirklich die Möglichkeit habe zu überleben. Ich muss nicht 50 Stunden nach irgendwas suchen, sondern hier gibt es tatsächlich ein bisschen was zu finden. Und hier vorne haben wir auch schon gleich so eine kleine Stadt oder sowas. Ich brauche 2 Sticks eigentlich nur. Hab jetzt keine gefunden beim Fällen des Baumes.
Ja, okay, hier ist es ein bisschen belebter gewesen. Gasmaske. Die nehmen wir mal und Schrotpatronen. So, ich musste hier gerade einen kleinen Schnitt reinmachen. Deshalb ist es jetzt schon dunkel, aber hier. Okay, Zigaretten sind wertvoll zum Traden. Ein Stein. Ah, warte mal. Ach, hier hinten ist Benzin. Ah. Und den Trichter braucht man bestimmt, um Benzin einzufüllen, oder? Verstehe. Handschuhe haben wir bereits. Quality 59, 63, 49. Dann ziehen wir die lieber an. Electronics. Wir nehmen mal Box of Nails mit. Es ist jetzt wirklich verdammt dunkel. Entschuldigung, die Dame. Hier, zack. Oh, 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 oh. Was geht denn hier ab? Level up. Oh. Wie gut ist das denn? Sehr schön, einen weiteren ausgenockt. Kopfschüsse sind auch möglich. Super, super. Die hat sogar was gedroppt. Gib mir mal lieber den Arrow wieder. Ein Schraubenzieher, Dreher. Autobatterie. Die hauen wir mal kurz raus. Wir nehmen das mal lieber mit und können direkt den Riegel von hier essen. Das ist nicht schlecht. Es macht Spaß mit dem Schießen. Das ist ziemlich genau. Erstaunlich genau, finde ich. Painkillers, ja, das kann nicht schaden. Protect from toxins in the air tonight. Old cereal, wir haben leider nichts zu trinken, so wie es aussieht. Hier haben wir nochmal Painkillers. Quality 51, 53. Cashew Nuts. Purification Tablets, die bewegen wir mal, dann nehme ich lieber das mit. Dann essen wir das alte Müsli, aber ich brauche was zu trinken. Ich habe leider keine Lampe oder irgendwas, womit ich euch jetzt hier ein bisschen mehr das Ganze leuchten könnte. Aber ich sehe auch nicht so viel, so viel steht fest. Ist hier einer drin? Yellow Max Trainers? Nee. Komm mal her. Oh. Habe ich ein bisschen was abbekommen? Gib mal her. Treat. Okay, das hat jetzt nicht so super viel gebracht, aber ein bisschen. Das wird mit der Zeit. Hier haben wir Fuel Pump, Starter Motor. Okay, sehr schön. Feuer-Axt, die nehme ich natürlich. Das heißt, die können wir moven. Die muss ich dann allerdings, ja, wir machen es anders. Ganz im Ernst. Das können wir droppen. Nutze ich nicht, habe ich nicht, brauche ich nicht. Dafür haben wir die bessere Axt.
Ja, uhrzeitmäßig, keine Ahnung. Wird mir hier leider nichts angezeigt. Wir können noch mal... Ich komme hier nicht raus. Doch jetzt. Hier schauen. Muss ich aufpassen. Sehr gut. Ja, schön meine Pfeile wieder. Millimeter Energy Bar. Das nehmen wir mal mit. Die ziehen wir uns rein. Wir brauchen immer noch was zu trinken. Und eine kleine Lichtquelle wäre gar nicht schlecht. Super dunkel, ne? Hat natürlich Sinn, aber ja, kann man leider nicht einstellen. Green Hoodie. Qualitätsmäßig. Wer sind denn Sie? Was hatten wir noch? Wound Close. Painkillers. Open Toilet. Mir gar nichts zu trinken dabei. Green Pants. Hunting Rifle. Was haben wir hier? Erbsen. Ein Fisch. Kühlschrank, komm, gib was zu trinken. Oh, sehr gut. Wie gut. Kann ich Kaffee machen? Dreckiges Wasser kann ich hier abkochen? Cool. Ja, die Frage ist halt, brauche ich eine Crowbar und eine Axt? Die Axt brauche ich zum Bäume fällen, mit der kann ich mich auch wehren. Ich nehme mal an, die Crowbar können wir dann eigentlich hier lassen. Aber ganz cool, wie easy das passt hier, funktioniert. Aber mir wird hier warm, das sieht man unten an dem Thermometer-Symbol. Das war gerade orange, als ich da zu lange vorstand.
Shotgun. Ja, ich schätze, so machen wir es. Wir droppen das jetzt mal und nehmen eine Shotgun mit. Vielleicht bereue ich das, aber... Zement, Metal Pipe, Kabel. Machete, 44% nur. Wir essen mal die Erbsen. Ach, warte mal, Empty Can. Damit könnten wir irgendwas craften, okay. Fängt es an zu regnen. Soll mal lieber wieder hell werden. Das ist locked. .762 habe ich keine Waffe für. Painkillers. Black Hoodie 64, 67. Da haben wir die Schrotmunition. Oh, warte mal, hier ist ja wesentlich mehr drin. Mehr Platz. Sehr schön. Ach ja, die Schrotflinte nutze ich jetzt gerade mal nicht. Die könnte ein bisschen zu laut sein. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen was zu trinken. Pork and Beans. Nichts weiter drin. Ja, ich würde auf jeden Fall... Ich muss mal schauen, ob das möglich ist, aber... Oh, ich friere. Auf jeden Fall die Nächte kürzer machen. Das ist ja... Klar liegt es daran, dass ich hier keine Lichtquelle habe, irgendwie eine Lampe oder was, aber das ist schon verdammt dunkel. Ich kann leider nicht sagen, wie spät es ist, oder können wir bei den Stats schauen. Kill 50 Siegs. Überlebe 3 Tage. 27 haben wir insgesamt getötet. Ah, wir haben Skillpunkt. Stamina ist auf jeden Fall was wert. Es kostet 4 allein. Survivor Level 1. Crafting. Gibt's hier denn eine Fackel vielleicht? Nagelbombe. Hier, Torch. Ja. Haben wir nicht. Ja, ich bin jetzt in einem Wohngebiet. Wäre natürlich besser, wenn ich irgendwie in ein Gebiet kommen könnte, wo es mal ein Geschäft gäbe. Denn dann besteht die Chance natürlich, dass wir ein bisschen was finden, was wir hier zum Basteln gebrauchen können. Hier haben wir ein paar Müllcontainer. Nehmen wir für den Moment mal mit.
Na, da kommen sie. Mal schauen, wie lange sie mir folgen. Ich vermute mal, die lassen irgendwann von mir ab. Es ist wirklich super finster hier, aber... Hier, ich gehe hier hin, wo eine graue Straße ist, dann sieht man ein bisschen was. Drüben haben wir was. Ja, wir gehen mal hier hoch. Da befindet sich ein bisschen was. Come on. Wirklich jetzt? Trinken das mal. Ein Liter Cola. Die Sonne geht auf. Oh! Nicht das hier durchsuchen? Nee. Ja, gerade in solchen Räumen hier kann man dann wirklich wenig erkennen. Aber immerhin geht die Sonne jetzt mal wieder auf. Zeig mal her, was sagt die Map? Die Richtung haben wir noch was.
Okay, den ersten Tag haben wir überlebt. Peanut Butter. Okay. Gold Desert Eagle. Geh mal ins Baumenü. Gibt es hier denn sowas wie eine Workbench? Einfach nur eine Kiste oder sowas? Storage Container. Nägel, Holz, Scrap Metal. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich würde aber sagen, wir droppen hier mal ein bisschen was. Hier die Nägel zum Beispiel. Den improvisierten haben wir sowieso. Das kann erstmal weg. Ach so, jetzt ist die Tür ja. So. Ja, Scrap Metal. Oh, Repair Kit, sehr gut. Pump Shotgun. Scrap Metal mit dem Vorschlaghammer. Ich nehme an, man findet das auch so. Aber habe ich bisher nicht. Genau, Essen nehmen wir auf jeden Fall mit. Milch, sehr gut. '61, '66. Irgendwelche komischen Hockeymasken. Nein, danke. Ist hier noch ein Schrank? Nein. Kann ich denn auf der Karte was markieren oder nicht? Marker, tatsächlich, okay. Denn dann finde ich hoffentlich das große Haus hier wieder, was ich gerade, wo ich gerade das Feuer angemacht habe. Und dann schaue ich mal, dass ich hier. Ach, warte mal, kriege ich so Scrap Metal vielleicht? Ist leider nicht ganz klar. Doch, ah, sehr gut. Wir schauen noch mal rein. Wir brauchen dafür ja gut, da steht leider nicht, wie viel Scrap Metal ich gerade habe, nur wie viel ich brauche. Ein Scrap Metal haben wir auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir Holz und 10 Nägel.
Nee, komm, hier. Sehr gut. Warte mal, und aus Holz werden dann Sticks, oder wie? Nee, sieht nicht so aus. Ah, hier sind Sticks. Okay, das sollte dafür jetzt eigentlich reichen. Wir haben ein bisschen viel Krempel bei uns, aber das ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt zurück zum Haus. Und Box of Nails sollte ich einmal da gedroppt haben. Und dann schauen wir mal, ob ich da eine Crate bauen kann. Hier, das ist mein neues Haus. Ja, das ist so ein bisschen das Problem an diesem Droppen. Man muss es voneinander entfernt droppen, anders geht's nicht. Gear, daneben ist das Box of Nails da. Jetzt eh mal essen. So. B. Was fehlt? Der Hammer. Ist das rot? Was ist hier los? Warte mal, die Nägel haben jetzt nicht gezählt? Box of... Ach, open. Ah, okay. Ah, okay. Alles klar. Oh. V wie treten. Jetzt haben wir es. So nämlich. Und da können wir jetzt den Quatsch hier zum Beispiel reinhauen. Die Nägel. Scrap Metal. Alles, was zum Bauen da ist. Ein bisschen Holz. Brauchen nicht alles zu essen. Und Waffen kann man extra lagern. Das ist natürlich gut. Dann lagern wir den Hammer. So nämlich. Dann können wir nämlich die Axt wieder mitnehmen. Und den komischen Hammer, den können wir gern droppen, denn den brauchen wir nicht. Nehmen wir lieber das Küchenmesser mit, falls wir ein Tier finden, an das wir häuten müssen. So, ist der Marker noch aktiv? Das ist ja, wir folgen jetzt mal der Straße hier.
Rein mit dir. Batterien nehmen wir mit. Ein paar Erbsen. ...61,40... Nope. Da steht noch irgendwas. Nee. Das ist ein verdammt kleines Haus dafür, dass das so groß ist. So, die Feueraxt hält auch nicht mehr lang durch. Wir hätten nur die Machete gehabt. Rope nehme ich gern. Kitchen Knife habe ich noch. Dreckige Wasser nehmen wir mal, das können wir ja abkochen. Ein paar Chips nehmen wir mit. Ah, der kam so ein bisschen aus dem Nichts, der Typ gerade. Glücklicherweise hat er keine Schusswaffe dabei gehabt, nur die Machete. Hätte ich das als erstes sofort im Blick gehabt, dann hätte ich natürlich den Bogen nutzen können. Aber ich will natürlich auf Nummer sicher gehen. Ja, essen. Ich habe gerade überlegt, jagen zu gehen, aber wir haben noch zu essen. Wobei ich denke, man sollte auch nicht zu spät mit dem Jagen anfangen, wenn man das unbedingt braucht, sondern irgendwie eher Vorräte anlegen. Ja. Wir schauen mal, jetzt gerade geht's noch. Schau mal auf die Map. Ja, hier vorne kommen wir in die nächste Ortschaft. Das ist die maximale Zoom-Stufe. Weiter raus geht's nicht. Und finde ich eigentlich sehr praktisch, wenn man so auf offener Straße unterwegs ist. Da sieht man dann rechtzeitig, was da auf einen wartet. Zeig mal her. Okay, eine Menge zu essen. Reis. Fridge haben wir noch ein bisschen was zu trinken. Sehr gut. ...69, hier sind wir bei 66. Ziehen wir das an. Okay, 20 Sekunden, dann wird das dreckige Wasser abgekocht. Sehr gut. Schauen wir mal, ob die Flasche übrig bleibt. Oder auch nicht. So, wo sind wir jetzt? Genau, hier rechts lang kommen noch ein paar Häuser. Oh, sehr gut. Nochmal Wasser.
Hallo Leute. Sehr gut. Was hat er? Ja, ich kann leider nicht alles mitnehmen, aber ich schaue mal, dass ich wenigstens... Hier, das können wir zum Beispiel essen. Hundefutter. Machen wir mal so. Dreiundfünfzig. Oh oh. Vielleicht hat das geholfen. Kann ich den Trailer nicht durchsuchen? Doch. Crossbow, Crisps. Hier. 56er, hier ist was zu trinken. Genau. Ah, warte mal. Ist das die richtige Richtung? Nee, das ist die richtige Richtung. Dann kehren wir einmal zurück, droppen ein bisschen was von dem Zeug, was wir gefunden haben, schauen, ob wir was bauen können vielleicht. Und ob ich Tape da habe, um hier die Axt zum Beispiel zu reparieren. Wie weit haben wir es noch? Aber wir laufen direkt drauf zu. Das ist schon mal sehr gut. Und entweder wird es schon wieder dunkel oder es ist so ein bisschen diesig, aber irgendwie wirkt es nicht ganz taghell. Keine Ahnung. Also ich glaube, schlafen kann man nicht. Idealerweise nutzt man dann natürlich die Nacht in seiner Base, um die auszubauen oder irgendwas zu craften oder so. Aber die Nacht ist schon nicht kurz. Wie lange nehme ich jetzt auf? Eine Stunde 38. Die Nacht war bestimmt 15 Minuten lang, vielleicht sogar mehr. Jetzt muss ich mal schauen, welche Hütte das hier war. Das ist locked. Ich habe sie, glaube ich, offen stehen lassen. Ach, da drüben ist sie, okay.
Dann machen wir das einmal so. Wir schließen die Tür. Wir gehen nochmal auf die Map. Und marken das so. Dann wissen wir, da ist mein Haus. So. Das Ganze machen wir rot. Sehr schön. So, der ist auch schon wieder voll. Das bedeutet, wir nehmen mal... Warte mal, wir müssen irgendwas droppen. Drop mal kurz die Pistole. Schau hier nochmal rein. Gib mir mal... Achso, warte mal. Okay, wir essen was. Dann nehmen wir den Hammer. Droppen das. Nehmen den Hammer. Jetzt haben wir den Hammer. Und den rüsten wir aus. Das geht nicht auf der 3. Das geht allerdings auf der 4. Das Messer können wir ja so nehmen. 4B. Haben wir irgendwas davon? Nein, okay. Machen wir das mal so. Gib mir das mal rüber. Nimm das. Gib mir die Dinger. Bisschen Holz fehlt noch. Das wird leider nicht ganz reichen, aber es ist ein Anfang. Genau. Okay. So, das heißt, den Hammer... Wieso habe ich den denn jetzt eigentlich aufgehoben? Drop den bitte. Ciao. Gib mir den Hammer. Die Axt. Wir holen noch ein bisschen Holz. Warte mal, sind das hier eigentlich... Ach, davon gibt's... Ach, Bait sogar. Ach, warte mal. Hasern, Inventar ist voll, okay. Mhm, alles klar. Ah, das droppen wir für den Moment. Stack doch bestimmt, ne? Ja. Dann haben wir 5. Müssen was trinken. Das können wir damit verbinden. So, das müsste eigentlich reichen. Sehr gut. Wir das kann noch rüber. Sehr schön.
mir das mal wieder rüber. Dann machen wir eine Essenskiste. Und so eine schöne Bastelkiste. Genau, das behalten wir mal. Das kann rüber und das hier ebenfalls. Nägel, Batterien, Holz, Kabel. Genau, Painkiller nehmen wir mal so. Ein bisschen was liegt jetzt noch auf dem Boden. Ich hoffe, dass das nicht despawnt. Das kann natürlich durchaus sein. Hier haben wir noch was. Die Sachen nehmen wir noch. Gut, die Fünfer können wir mitnehmen. Das machen wir so. Können wir das nicht sortieren? Ach doch, hier ist Sort. So, warte mal. Jetzt machen wir mal die 4 wieder. Die 4. Das Ding. Gut. Fünf Holz, 10 Nägel, dann können wir die Hütte ein bisschen ausbauen. Jetzt ist die Axt wieder weg. Eieiei. So, sehr schön. Was haben wir hier? Mushrooms. Kann ich aus Sheet Metal irgendwas? Nee. Haben wir hier noch was drin? Ein Kompass, okay. Was hat's hier mit auf sich? Kommt keiner, oder? Nee. So, nochmal. Die 4, das droppt die Axt, was eigentlich logisch ist. Wir haben noch die Workbench hier. Fat Converter. Gib mir das hier mal. Haben wir noch ein paar Nägel? Hier. Mir die mal alle. Müssen wir wieder in den Baumodus und dann haben wir das fertig. Okay. Das ist da bereits. Ach nee, das sah jetzt nur so aus. Ja, soweit so gut. Wir gehen hier mal raus. Ich hol mal die Axt wieder. Inventar voll. Nee, nimm das mal in die Hand. Jetzt. Ja, kann ich das zerstören? Sieht nicht so aus, ne? Aber wir haben kein Tape. Weil ich glaube, Nahkampfwaffen und alles, womit man so schlägt, wird mit Tape repariert und Waffen, Schusswaffen...
mit dem Repair-Kit hier. Gib mir das mal hier rüber. Ich weiß nur leider nicht, wie. Swap hier vielleicht? Ach nee, das ist fürs Vehicle. Okay, dann brauche ich ein Gun-Repair-Kit. Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Hier haben wir noch Scrap. Dafür haben wir leider keinen Platz mehr. Okay. Die können wir rüberhauen. Batterien stacken sich mehr. Für die Nägel ist gerade kein Platz. Wir machen mal so, weil die Nägel doch recht wichtig sind. Dann schließen wir die Tür. Liebe Leute, ich glaube, man merkt es an der Laufzeit. Knappe 2 Stunden. Das hat mich so ein bisschen, das Spiel. Das ist wirklich die Light-Version von Project Zomboid. Das Einzige, was ich tatsächlich zu kritisieren habe, ist das Inventar. Aber auch da nochmal, das ist eine Gewöhnungssache. Da muss man sich dann halt mal kurz zusammenreißen und schauen, wie man das am besten macht. Ich bin da einfach, das ist bei mir einfach nicht so drin, dieses, okay, das hast du in der Hand und das hast du in einem Quickslot und du kannst aber nur eine große Waffe mitnehmen und so weiter. Das ist so ein bisschen das, woran ich mich gewöhnen muss. Das kommt bestimmt mit der Zeit. Ansonsten bin ich sehr froh, dass das nicht so unendlich kompliziert ist. Wenn ich angegriffen werde, verliere ich Gesundheit und die heile ich mit Painkillern oder Verbänden oder was auch immer. Das ist recht simpel und das sagt mir sehr zu. Ich finde auch, das Bauen ist sehr angenehm und so weiter. Mal schauen, wo das Ganze hier hinführt, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.